Es gab eine Zeit, da war ich pleite und führte ein Leben in stiller Verzweiflung. Aus eigener Kraft habe ich es geschafft, mir ein Leben zu gestalten, von dem die meisten Menschen nur träumen. Ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren bei dieser Reise war, dass ich bei jedem Schritt des Weges ein Ziel hatte. Ganz am Anfang der Reise war mein Ziel ganz simpel. Es war etwas, was ich ein notwendiges Ziel nennen würde. Ein Ziel, welches erst einmal die Grundbedürfnisse befriedigt. Wir müssen etwas erreichen, das den Druck herausnimmt, was mir die Möglichkeit gibt, den Kindern ein paar nette Sachen zu kaufen und mir etwas Luft zum Atmen gibt. Ich glaube, jeder von uns hat ein notwendiges Ziel, wenn wir unsere Reise beginnen. Ich sage immer, wenn unser Heim ordentlich ist, wenn alles Notwendige vorhanden ist, wenn wir atmen können, dann haben wir eine Vision für eine größere und bessere Zukunft. Ich erinnere mich besonders an den Zeitpunkt meiner Reise, an dem mir bewusst wurde, ich kann atmen. Das erste Mal seit vielen Jahren kann ich einfach atmen. Und jetzt kann ich darüber nachdenken, wo ich hingehen möchte. In diesem Augenblick habe ich erkannt, dass es Dinge gibt, die ich haben wollte. Und das ist der nächste Schritt beim Zielesetzen. Wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind, dann überlegen wir uns alle, was wir uns wünschen, was möchtest du erreichen? Ich selber hatte einige große Wunschziele. Ich wollte meine Kinder auf eine Privatschule schicken, aber ich konnte es mir nie leisten. Ich wollte in einem schönen Heim leben und ich wusste genau, welche Art von Haus es sein sollte. Ich wollte ein schönes Auto fahren, ein sicheres Auto. Ich wollte die Welt bereisen und ich wollte komplette finanzielle Unabhängigkeit. Diese Wunschziele mussten visualisiert werden. Nur darüber in meinem Kopf nachzudenken, genügte nicht. Ich erkannte den Einfluss, die Wichtigkeit und die Macht, einen Wunsch zu nehmen und ihn in ein greifbares Bild umzuwandeln. Ich entwarf ein Dreamboard, etwas, das ich jeden einzelnen Tag anschauen könnte und das mich inspirieren und auf Kurs halten würde. Es stellte sicher, dass ich beständig jeden Tag das machen würde, was nötig ist, um diese Ziele zu erreichen. Einen großen Teil dieser Reise und die ich heute bin, verdanke ich meiner Fähigkeit, effektiv Ziele setzen zu können.